Wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch. Ja, heute begeistere ich euch nochmal mit einem Video, und zwar es geht einfach um Zahlen. Ja, Formaten. Also von daher zeige ich euch einige, viele Zahlenformate, und dann zeige ich euch auch, wie sie einfach formatieren können. Wir beginnen einfach hier mit Zahlen anzugeben. Also wir geben zum Beispiel diese Zahlen einfach hier an. Dann kann ich euch einfach beibringen, wie sie die Sache sowohl in Dezimal als auch in Prozent oder in andere Währungen wie Euro einfach so ja, zuweisen können. Die Zahlen haben wir einfach angegeben, und was wir jetzt machen sollten, wenn wir alle diese Zahlen zum Beispiel in Euro einfach so konvertieren wollen oder umwandeln wollen, dann sollten wir es dann markieren. Alle Zahlen markieren, die wir einfach, ups, Entschuldigung, markieren mit der STRG-Taste, wie Sie schon wissen, und dann können wir einfach loslegen. Und ja, da sind wir schon fertig mit der Markierung. Sie sehen schon, wir haben schon alles markiert, und jetzt hier oben sehen Sie zum Beispiel das Zahlenformat Währung, und wenn wir diese Zahlen wirklich in Währung einfach zuweisen wollen oder umwandeln wollen, dann drücken wir einfach sofort drauf, und dann sehen Sie einfach, wie es hat sich einfach tatsächlich verändert, und jetzt haben wir einfach nur in Euro. Und wenn Sie zum Beispiel die Zahlen in andere Werte wie Prozent zum Beispiel angeben wollen, dann drücken Sie einfach drauf, und jetzt haben Sie einfach in Prozent dieses Mal. Und so können Sie einfach die Sache ändern. Und von daher, wenn Sie zum Beispiel in Dezimal einfach auch umwandeln wollen, dann klicken Sie dieses Mal drauf. Und dann haben Sie einfach nicht nur in Dezimal, sondern in Prozent. Also von daher sehr, sehr einfach. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Anzahl einfach zu formatieren. Und nicht nur alles auf einmal, sondern Anzahl. Und ich zeige euch auch, wie Sie einfach Anzahl formatieren können. Also wir geben zum Beispiel zwei oder drei Zahlen hier an. Auf unsere erste Zeile wollen wir zum Beispiel in Euro einfach so umwandeln. Dann klicken wir einfach drauf. Die zweite Zeile wollen wir zum Beispiel in Prozent umwandeln, und haben wir auch. Und auf unsere dritten Zeilen haben wir einfach, wir wollen zum Beispiel in Dezimal zum Beispiel einfach umwandeln. Und Sie sehen schon die drei verschiedenen Umwandlungen. Und wenn Sie zum Beispiel alle diese Zahlen nochmal sortieren wollen, dann markieren wir erstmal wieder alle Zahlen, und dann kann ich euch einfach beibringen, wie Sie ja sortieren können, also nach der Größe. Wenn Sie nach der Größe sortieren wollen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten hier oben, und zwar aufsteigen oder abfallen. Wenn wir aufsteigen sortieren wollen, drücken wir sofort drauf, und es wird einfach sortiert. Sie sehen einfach den Unterschied. Und wenn Sie jetzt andersrum machen wollen, das heißt abfallen, dann drücken Sie dieses Mal drauf, und sofort wird es auch abfallen einfach sortiert. Und so können Sie einfach hin und hier die Sache sortieren, umwandeln, wie Sie einfach wollen. Und wenn Sie auch zum Beispiel alle diese Zahlen formatieren wollen, Zählen formatieren wollen, dann drücken Sie mit der rechten Taste, dann gehen Sie auf Zählen formatieren, dann können Sie einfach Ihre Schriftart einfach hier aussuchen, wie Sie einfach wollen. Und unten können Sie einfach schon eine Übersicht haben, wie es sein sollte. Und Sie können auch zum Beispiel sagen, es sollte fett sein, und die Schriftgröße sollte zum Beispiel 20 sein. Und mit Schrifteffekte wollen Sie, und die Farbe suchen Sie sich erstmal hier. Und Sie können sagen, ja, Sie wollen das mit Kontur und Schatten sogar haben. Und von daher, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und Sie können auch sagen, es sollte einfach, die Zahlen sollte zentriert sein. Und Sie können auch mit Umrandung auch machen oder ohne sogar, also Umrandung. Und die Farbe sollte zum Beispiel eine andere Farbe sein. Wir gucken noch eine bestimmte Farbe, blau. Und die Hintergrundfarbe können Sie sagen, es sollte zum Beispiel hellgrün sein oder eine andere Farbe, die euch am besten so gefällt. Und so können Sie einfach die Sache jetzt auf OK drücken, und sofort sehen Sie hier, wir haben alles formatiert, und Sie brauchen keine Angst zu haben. Diese Zeichen bedeutet einfach, es war einfach zu groß, der Text war, nee, die Zahlen waren zu groß. Also jetzt können Sie einfach sehen, was wir gemacht haben.
Umrandungen, Hintergrundfarbe haben wir alles bearbeitet. Wenn wir unsere Schriftfarbe einfach ändern wollen, dann können wir auch hier oben ändern. Sie sehen schon, man kann alles einfach machen, wie man einfach will. Und von daher können Sie einfach auch alle diese Sachen, die ich euch beigebracht habe, einfach oben auch versuchen. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.